Lümmel wird nicht. Heute Morgen hat meine Greta Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde ereignen. Deine Greta hat die Fantasie eines betrunkenen Barden. Ah, ja, die war eine Schönheit. Ein Stallbursche hat ihr erzählt, dass von den Leichen nur noch Fetzen übrig sind. Stallbursche? So eine zuverlässige Quelle. Ich werde ohnmächtig. Es dreht sich alles. Oh! Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen! Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Ich kann nicht versprechen, dass Herr Reuben Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Eine Minute. Siggi Reuben bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Wunderbar. Siggi Reuven wartet nebenan. Weißer, netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt und sie zusammengehandelt. Ausgestreckt in Frieden. Dann hast du Reuvens noch nicht gesehen. Gudrun nennt ihn Ross. Versucht er auch, sich selbst zu beißen? Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ah! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst! Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah. Du verfluchter Bastard! Hurensohn Junior lässt grüßen. Niemand entkommt, na?
Umzingelt ihn! Bitte! Wir alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Umzingelt ihn! Verfluchte Scheiße! Versuch doch, du Schwanz! Verfickte! Meine lebendig! Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung ist wer und wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Der würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen. Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du, uralt oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolfen. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus.
klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Bring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wen. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexe. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemanden. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja. Außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt?
Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfaulen. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Habe ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Folge mir. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, machen Sie die Familie, Schatz! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart nicht denken. Bart nicht traurig. Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen einen Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mit dem Sigi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du,
bringst es mir zurück. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen, die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, 1 Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatz. Alles weg. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich es für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na na, Kopf hoch. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fox. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste Gegengift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte.
Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken, wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Peter Spawn, wo bist du da bloß reingeraten? Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Hexertränke wären widerlich. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ertrunkene. Was sonst?
Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Ein weiteres Schmuckstück. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Da hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ich muss die Leichen verbrennen. Ich komme näher. Verschwinden die Ertrunkenen nie von hier.
Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Hey, Bart. Hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen? Du reden mit mir. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Viel. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Felsen. Felsen? Felsen interessant. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen. Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja. Ja. Bart hören. Wie zisch, zisch. Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Das Zischen. Woher kam es denn? Bart hören zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Wahrzeit. Zeit weg. Bart jetzt nicht zu bewachen. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. Gut.
Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Nichts Interessantes. Der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Vor
vom Meisterspiel. Warum? Ja. Jetzt. Ich hab. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was? Ich muss. Hab. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtigtuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen! Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Gerald, geh der Sache nach. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon.